Donnerstagabend, herzlich willkommen zum Osterspecial im Winner's Circle. Wir haben eine vollgepackte Sendung für Sie. Wir haben Trabrennsport am gesamten Osterwochenende. Es startet morgen mit dem Karfreitag in Berlin-Mariendorf. Rennbeginn dort um 13 Uhr. Wir werden zu Gast haben Ronald de Beer, Holger Hülsheger, und moderieren wird die ganze Sache Michi Hartmann. Schon mal einen recht herzlichen Dank dafür. Danach geht's weiter. Da werden wir einmal die Vorschau für München-Dagelfink hineinschneiden mit Sascha Multerer und Peter Schmaus. Und dann schließen wir noch einmal den Kreis. Peter Weyermüller greift zum Mikrofon und befragt Holger Hülsheger und Ronald de Beer zum Hamburger Renntag am Ostermontag. Also wir haben viel vor und wir haben etwas zu gewinnen für Sie. Und zwar Trotto.de konnten wir gewinnen für drei Wettgutscheine in Höhe von 10 Euro. Was müssen Sie dafür tun für diese 10 Euro Wettgutscheine? Sie müssen zählen, wie viele Hasen über dieses Bild laufen während dieser Sendung. Also bis zum Ende dranbleiben, heißt es. Und wenn Sie die Anzahl der Hasen haben, die hier über das Bild gewandert sind, dann schicken Sie uns am Ende der Sendung eine E-Mail an post@tippeltom.de. Die Regie wird es einmal einblenden für uns. Die E-Mail-Adresse lautet post@tippeltom.de. Einfach den Namen Ihres Totokontos hinzufügen und auch die Anzahl der Hasen. Und dann sind Sie hoffentlich einer von den drei Gewinnern. Dreimal 10 Euro Wettguthaben von Trotto.de. Vielen Dank für die Übernahme. Und die Gewinner werden dann am Ostermontag in Hamburg-Bahrenfeld verlesen und dürfen sich da über 10 Euro Startgeld freuen. Bevor wir aber mit dem sportlichen Teil der Sendung anfangen, haben wir noch etwas, ja, Sportpolitisches, möchte ich sagen. Die letzten Tage waren ja im Internet sehr stark frequentiert von dem Straubinger Renntag am Sonntag. Und da wollen wir noch den O-Ton hören von Stefan Spies, den Rennleitungsvorsitzenden. Der hat uns einen zukommen lassen und es geht dort um die Disqualifikation von Lennart. Ganz genau geht es um das Straubinger neunte Rennen. Und jetzt sage ich erstmal, ich gebe das Wort ab an Stefan Spies und mit den Bildern vom letzten Sonntag. Straubing Sonntag, neuntes Rennen. Erklärung der Rennleitung zu den Entscheidungen. Geht jetzt gleich auf die Schlussrunde und alle fahren leicht versetzt nach außen. Die inneren Pferde nahezu in zweiter Spur, die äußeren Pferde in dritter Spur. Dazu muss man wissen, dass Straubing einen ähnlichen Steinrand hat innen wie Berlin-Mariendorf. Da gibt es immer einen Sicherheitsabstand. Die Innenspur war sandig überdies. Jetzt sind die Pferde auf der letzten Gegenseite. Marisa Bock versucht hart innen anzugreifen, den führenden Andreas Geineder. Ob da ausreichend Platz war, um ganz durchzustoßen, also eine komplette Sulkybreite, vermag ich nicht zu beurteilen. Tendenz eher nein. Markus Gramüller zieht nach innen, versucht auch in der ersten Spur anzugreifen. Und da kommt aber von der dritten Spur Vito Schweiger mit Lennart nach innen. Es gibt einen klaren Kontakt und auf den Obello Dasch mit einer Galoppade reagiert, nach 17 Galoppsprüngen auch disqualifiziert wird. Man konnte auch sehen, dass Vito Schweiger Lennart wieder nach außen korrigiert. Jetzt springt Viking Victory. Es war dort natürlich eng, aber Andreas Geineder hat die Lücke nicht geschlossen. Er ist dort immer dort weitergefahren, wo er die ganze Zeit war. Ja, Lennart jetzt außen, zieht vorbei und passiert als erster das Ziel. Dann haben wir noch disqualifiziert Stormy Wood wegen der Gangart auf der Ziellinie. Aber die Gangart nicht ausreichend. Pferd muss in der ganzen Körperlänge im Trab über die Linie gehen. Das sieht man in der Zeitlupe noch besser. Wir hatten davor schon ein dritteingekommenes Pferd mit Frau Porsova disqualifiziert. Aber die Gangart ähnlich schlecht. Und das Pferd springt auch unmittelbar nach der Linie, war also bereits am Auseinanderfallen. Wir haben dann Lennart aus der Wertung genommen wegen der Behinderung auf der Gegenseite. Dass die Überprüfung so spät bekannt wurde, während bereits die Siegerehrung lief, das ist bedauerlich und tut mir leid. Das sollte so eigentlich nicht sein. Wir versuchen das immer zu vermeiden. Allerdings hat der Zeitpunkt der Siegerehrung keinen offiziellen Charakter. Die Rennleitung hatte den Einlauf noch nicht endgültig gegeben zu diesem Zeitpunkt und ja. Alles Weitere ist bekannt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen mit diesen Ausführungen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Stefan Spies, für die Erklärung über die Herausnahme von Lennart und natürlich auch dem gesamten Rennen.
Das war der Original-Rennfilm, wie Sie schwer erkennen konnten oder wie nicht schwer erkennen konnten. Jemand im Internet hat geschrieben, man solle doch den analogen Film der Frontkamera abfilmen. Das wurde getan, kann ich Ihnen sagen. Also vielen Dank dort an Josef Schachtner. Das, was man dort erkennt, wenn Sie schon mal etwas vom Fernseher vielleicht abgefilmt haben, das flimmert wie verrückt, kann ich Ihnen sagen. Ich versuche Ihnen das mal so ein bisschen zu zeigen. Also da kann man nicht viel erkennen. Ich hätte es jetzt probieren können, Ihnen zu zeigen, aber man erkennt dort nichts, also wirklich gar nichts. Was man aber was erkennen konnte, war vor Ort in Straubing. Da kann man das auf dem Monitor des analogen TV-Apparats dort erkennen, aber nicht, wenn man das abfilmt. Das wollte ich nochmal an dieser Stelle erwähnen und jetzt gebe ich das Wort ab. Und zwar zur Renntagsvorschau mit Michi Hartmann, Holger Hülziger und Ronald de Beer. Es geht los mit Berlin-Mariendorf. Viel Spaß! So, danke lieber Nico für die Überleitung. Und wir sind beim Renntag hier in Berlin-Mariendorf. Ein riesengroßer Fritz-Brandt-Renntag mit 13 Rennen. Meine Gäste zum einen Holger Hülziger. Servus, Holger. Ja, hallo, schöne Grüße nach Bayern. Und Ronald de Beer, heute hier auch in Berlin-Mariendorf am Start. Moin. Hallo, Servus. Hallo. Wir haben ein knackiges Programm vor uns. Wir haben auch noch mehrere Rennveranstaltungen. Deshalb begrenzen wir uns heute auf die V7 Plus. Das heißt, wir beginnen schon mit dem sechsten Rennen. Die Veranstaltung beginnt grundsätzlich um 13 Uhr. Es ist wieder, glaube ich, gutes Wetter angesagt, auch in Berlin für Freitag. Somit ist alles angerichtet. Aber 15:23 Uhr beginnt die V7 Plus. Und wir haben gleich eine spannende Klasse bis 2000 Euro. Holger, sag uns mal was zum ersten Rennen der V7 Plus. Ich denke, da werden wir zwei Favoriten haben. Das ist zum einen der Debütant Take 5, der seine Qualifikation zuletzt in Daglefingen gewonnen hat. Da hat Seppi zum Schluss auch nochmal gefinisht, um die Qualifikation zu gewinnen. Sehr antrittsschneller Wallach, ein kompakter Wallach, sehr grundschnelles Pferd, sollte gleich erste Chancen haben. Und Kaskova hat mir zuletzt in Hamburg gut gefallen, hat lange geführt, wurde auf den letzten Meter von einem Pferd von Ronald de Beer niedergerungen, nämlich von Montana. Und die Stute ging da sehr gut. Und ich habe aber noch einen Dark Horse in dem Rennen. Auf den möchte ich noch hinweisen. Und das ist die Startnummer 4, das Ballando mit Dennis Spangenberg. Der ist wirklich letzte Mal in Berlin-Karlshorst zum Formaufbau des Pferdes in wirklich jede Stoppstraße reingefahren, die das Rennen zu bieten hatte. Blieb innen, hat das Pferd nicht ausgefahren. Hat wirklich ein sehr, sehr defensives Rennen gegeben, um die Moral von Bailando zu stärken. Und ich denke, dass Bailando jetzt am Freitag schon offensiver zu Werke gehen wird. Okay, danke, Holger. Ronald, hast du noch einen hinzuzufügen? Nee, ich muss da sagen, dass die 7 letzten Mal in Hamburg wirklich ein gutes Rennen lief. Mein Sieger in die Rennen ist die 1 oder die 7. Okay, also ich habe Take 5 auch gesehen in Daglefingen und wie du schon sagst, Holger, die letzte Halbe, da hat er es mal knattern lassen, da wollte auch die Quali gewinnen. Und das Pferd strahlt schon was aus. Also ich glaube auch, dass der gleich im ersten Rennen gefährlich wird. Wir gehen weiter ins siebte, das zweite der V7 Plus, die übrigens eine Garantiesumme hat von 10.000 Euro. Hier die Newcomer-Serie, der zweite Lauf dotiert mit 6.000 Euro in der Startsumme bis 4.000 Euro Gewinnsumme. Jetzt machen wir es mal andersrum. Jetzt fangen wir mal mit Ronald an. Oh, jetzt muss ich sagen, welche Pferde? Ja, das wäre gut. Naja, ich glaube, der Nina Birkisweig hat noch nicht ein Rennen verkehrt gelaufen. Ich glaube, das ist auch der Sieger letztes Mal in 15 gelaufen in der Quali. Und dahinter wird wahrscheinlich Dantris. Und ich finde, die 6 fand ich letztes Mal auch gut laufen in Berlin. Okay, also deine Glückszahlen 3, 4 und 6. Und Holger? Unterschreibe ich sofort, also Nina Bögenzweig, klasse Leistung auch in der Qualifikation. Tantris tritt erstmals komplett ohne Eisen an. Er hatte ja schon mal so ein bisschen Probleme, dass er auch in Hamburg, als er von Toledo im Schlussbogen enorm unter Druck gesetzt wurde, das Geläuf verloren hat. Vielleicht kommt er jetzt komplett ohne Eisen ein bisschen besser weg von den Knien, ist dort gesteigert und kann dann vielleicht auch der kleinen, aber feilschnellen Nina Bögenzweig ein bisschen auf den Zahn fühlen. Sahara E-Type, gute Beginnerin, letzte Mal auch klasse, nur von einem richtig guten Pferd geschlagen. Und Firebird CG kann auch einiges laufen, hat aber nicht, kann nicht immer sein Geläuf halten und trifft es hier natürlich viel, viel schwerer an als bei seinem PMU-Sieg vor der Pause. Okay, also auch deine Glückszahlen 3, 4 und 6 oder 7 dazu? Nein, für mich die 3, Nina Bökensweg, das Stellpferd in der V7.
Okay. Das ist meine Aussage. Aber jetzt wird es spannend. Tatsächlich, das achte Rennen, das dritte der V7 Plus. Ich habe durchgeschaut, ich muss sagen, so im ersten Moment ein total ausgeglichenes Rennen. Oder wie siehst du es, Holger? Ja, es ist ein sehr ausgeglichenes Rennen und bei solchen Rennen empfiehlt es sich immer dann auch ein bisschen nach der Routine der Fahrer zu gehen. Also welche Fahrer verfügen da über viel Routine, sind fahrerisch stark, da ist zum Beispiel ein Nick Schwärmer zu nennen, Sebastian Gläser. Und mein persönlicher Favorit ist die Startnummer 10, Matt Schermer. Der war zuletzt in Gelsenkirchen in der Todesspur, wurde dann auf der Zielgeraden noch von zwei Speedpferden abgefangen, lief aber ein ordentliches Rennen, macht jetzt den zweiten Start für das Team Schwärmer. Er fängt ohnehin nicht so gut an, deswegen ist die zweite Reihe nicht ganz so das große Problem. Eher das große Starterfeld, da muss er einige einsammeln. Aber Matt Schermer für mich in dieser Prüfung das zu schlagende Pferd. Das zu schlagende Pferd. Ronald, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr Aufschluss geben über diese doch schwierig zu lesende Partie. Ich muss sagen, wenn ich dazu angeguckt habe, habe ich auch gedacht, das ist schwierig. Aber ich habe eine Überraschung und ich sehe der 4 Camino weit kommen heute. Die wollte ich auch noch sagen. Und, ja. In Berlin. Der kommt und ja, der hat das letzte Mal den Angriff gefahren, gell, mit Michael Schüssler und war ein bisschen früh dran. War dann sogar in Front, aber wurde dann nochmal von zwei Speedpferden eingesammelt. Aber die Leistung, glaube ich, die war zuletzt schon gut. Ja, das war ein Handicap-Rennen, ja. Und ich glaube, jetzt kommt auch weiter vorne mit der Nummer. In der bessere Pferde haben schlechte Nummer, das sind die 10. Ist qualitativ wahrscheinlich der beste von Feld und der 8, glaube ich. Okay. Also halten wir fest, deine Glückszahlen, Ronald? Meine? Ja. Sieger der 10, aber ich sehe der 4, der in der Trio kommt. Okay, gut. Dann gehen wir weiter ins 9. Rennen. Tatsächlich ein Amateurfahren in der Klasse frei für alle. Hier sind wirklich auch Pferde mit geringer oder weniger Gewinnsumme dabei und auch Pferde, die über 90.000 haben. Ehrlich gesagt, du hast hier oder du kennst zwei Pferde sehr, sehr gut. Bode Lavitar, bist du Trainer davon und auch Quandor kennst du ganz gut, denn das Pferd bist du auch schon sehr, sehr häufig gefahren. Erzähl uns was zu den beiden Startern. Beide kommen aus der Pause, Frau Bode Lavitar. Quandor kommt auf der Hill trainieren, die hat jetzt ein Rennen im Bauch. Der ist, glaube ich, qualitativ besser wie Bode Lavitar. Aber ich muss sagen, unser Streiter, 13 Jahre, ist wieder zurückgekommen nach der Pause. Und ich glaube, vor der ersten 3 tut er nicht mit. Aber ich glaube, Bo ist also 4-5 werden können in so einem Rennen. Und ich glaube, Quandor ist unter der ersten 3. Wer sind dann deine Favoriten, wenn du die Pferde so, ich sag mal, unter den ersten 3 und Bode Lavitar eher so auf 3-4 siehst? Versace Diamant finde ich ein gutes Pferd, eine Frau aus der Deckung weg. Gustav Sombeyer habe ich mit dem letzten Mal mit der Viele gesehen aus dem Bände, da kam er halt auch das ganze Reden daneben vorne fahren und Hockstedt finde ich auch qualitativ ein gutes Pferd, das sind so die Pferde, aber ich sag, das ist mehr wie von Start auf eine gute Lage bekommt. Okay, aber Bode Lavitar muss ich wirklich sagen, mit seinen 13 Jahren, er war ja lang sieglos, aber er hat dann absolut euch Freude bereitet, oder? Ja, sicher. Und ich kann auch mitteilen, dass Bo Freitag läuft und der Stute, die ich letztes Jahr als Einigste gedeckt habe, der Stichtag ist am Freitag. Das, vielleicht bringt ihm da auch noch ein bisschen Glück rein. Vielleicht bringt ihm das Glück. Holger, sag du uns was zu deinen Glückszahlen in diesem neuen Rennen. Genau, also Ronald hat es ja schon gesagt. Also nach Klasse Versace, Diamant und Hauptstadt, die beiden besten Pferde. Tom Carton von den Favoritenfahrern, der routinierteste, der versierteste Fahrer, das ist ein kleiner Vorteil, das haben wir auch zuletzt schon in Hamburg gesehen, als Quandor, Versace, Diamant und Hockstedt aufeinander getroffen sind. Da hatte Hockstedt sehr, sehr viel zu tun in Positionskämpfen, war zum Schluss nicht mehr steigerungsfähig. Ich denke, dass Caroline ihn diesmal ein bisschen defensiver einsetzt und dann wird Hockstedt auch besser gehen. Wenn Hockstedt punktgenau eingesetzt wird, dann kann er auch Versace, Diamant gefährden. Ronald hat es angedeutet, Versace, Diamant muss mittlerweile aus dem Rücken gesteuert werden, von der Spitze ist er nicht mehr ganz so einsatzbereit. Gut, dann gehen wir weiter ins 10. Rennen, in das 5. der V7. Ja, hier haben wir einige gute Formpferde am Start, wie zum Beispiel Lionella, aber auch Dexter CG. Holger, wie sind hier deine Meinungen in diesem Rennen?
Für mich die kniffligste Aufgabe des Tages. Fangen wir mit der Schimmelstute mit René Nesch an. Die hat einen guten Probelauf gemacht, ging einen Probelauf ohne Scheck und auch im Rennen. Und im Rennen hat es leider nicht geklappt. Da sprang sie direkt in der Startphase. Und auch die Startnummer 1 ist für die knattrige Stute sicherlich nicht optimal, weil sie noch zwei Pferde aus der zweiten Reihe im Rücken hat. Kommt sie glatt rein, dann kann sie auch in dieser Gewinnklasse, wo sie etwas Geld verschenkt, mitspielen. Leonella wird sicherlich Toto-Favoritin werden mit Michael Nimschick. Die hat in Jägersrunde, glaube ich, noch einen Startfehler gemacht. Lief dann als Vierte nach einer Aufholjacht noch ein richtig gutes Rennen. Dazu noch die Rechtskursspezialisten Naidu und Dexter CG, der letzte Mal nicht am Bänderstart gescheitert ist, sondern glatt abkam, aber dann eingangs des ersten Bogens leider einen Fehler machte. Und das sind, glaube ich, die Pferde, die wir hier für den Sieg sehen müssen. Mr. Joni H. zuletzt in Karlshorst. Vielleicht ein Opfer seines eigenen Tempos geworden, hat dann eine höllische Pace vorgelegt, wurde dann von dem aus seinem Rücken liegenden Felten Cavallino noch abgefangen. Wenn Michael da ein bisschen eingebremst hätte, unterwegs mal 500 Meter, ich glaube, dann hätte der Sieger damals Mr. Joni H. geheißen. Also für mich eine offene Partie, wo man sich meiner Meinung nach breit aufstellen muss. Kleine Info noch, Bella Bartok ist nicht Starter in dem Rennen, also den können Sie schon getrost streichen. Ja, Ronald, sag du uns was zu dem Rennen. Ich meine, Holger hat zwar schon einiges gesagt, aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was Informatives dazu sagen. Wie Holger gesagt hat, ich glaube, hier der 8, 9 und 10, das sind die Pferde mit der beste Qualität im Rennen, aber haben auch die schlechtere Nummer. Ich muss sagen, die 2, die lief nicht so verkehrt in Karlshorst, glaube ich. Die hat außen rum. Und wer der Dritte in 16, das ist eine gute Zeit. Ja, vielleicht kann da noch ein bisschen gefordert sein, dass die auch noch gefährlich werden sein von Dreierwitz oder so. Aber normal sage ich, Nimschick ist der Sieger von Mettit. Gut, dann gehen wir weiter ins tatsächlich 12. Rennen. Denn das 11. Rennen ist das Finale vom Fritz-Brandt-Rennen. Das bedeutet auch nicht Teil der V7, sondern wir überspringen ein Rennen, gehen weiter in das 12. Rennen, das 6. der V7. Hier haben wir eine Bänderstartprüfung Trotteur Frosé aus 3 Bändern. Ja, jetzt mal ehrlich, Ronald, so ein richtiger Sieger, so gleich auf Anhieb, der sticht hier aber nicht raus, oder? Nee, ich glaube nicht, aber da stehen doch ein paar ordentliche Pferde hin. Ich habe noch überlegt, um Boda Lafitar darin zu starten, aber der musste auch aus der dritten Band, in 2000 Meter ist natürlich frei schwer und musste da wahrscheinlich auch 14. Zeit laufen. Ich glaube hier mit Fendu Green, das ist ein antrittsschneller und versichert, ein trabsicheres Pferd, denke ich, dass hier weit kommen könnte. Und hier der von Dinsinger, beide Pferde, glaube ich. Genau, da würde ich auch einhaken. Ich denke mal, It's Day zum Beispiel hat im November gegen seinen Schallkameraden, gegen Forest du Rochelle, gewonnen in einer Bänderstartprüfung in Mariendorf. Und da sind beide von der gleichen Marke abgegangen. Und diesmal hat er noch 20 Meter Vorsprung auf seinen Kollegen. Und ich denke, dass It's Day auch, nachdem er zuletzt ja nur von einem anderen Stallkameraden, nämlich von Egmul Jack, der deutlich mehr Klasse hat als ja. Forest du Rochelle, auf den letzten Meter noch abgefangen ist, dass It's Day hier aus meiner Sicht das zu schlagende Pferd ist. Und Fonto Ukraine, der wirklich immer sehr, sehr brav läuft, der auf 2000 Meter auch besser aufgehoben ist, als auf 2500 Meter das gegebene 2-3-Pferd sein sollte hier. Könnte Guric in dieser Partie überraschen mit Viktor Gänz im Wagen? Ich finde die Konstellation, ehrlich gesagt, total interessant. Holger? Immer die Frage an Ronald von den beiden Reberpferden, die kennst du ja auch gut. Ja, ich glaube, dass ich doch Hakunde Bokage was weiter einschätze wie Guric, weil beide ein schlechtes Nummer haben. Ne? Guric darf als Erste, dus die haben eine bessere Nummer. Aber ich denke, dass der qualitativ der von Reber besser ist, aber eine schlechtere Nummer. Dus ich glaube, die beiden werden einander so zwischen 3 und 4 unter sich ausmachen, denke ich. Oh, okay, und dann kommen wir schon ins letzte Rennen. Nochmal ein Sieg-Checkpoint von 2000 Euro. Aber hier, Ronald, hier hast du King of Steel am Start. Und jetzt erzähl uns mal was. King of Steel. Ja, ich glaube, das könnte ein Pferd sein vor der V7. Er ist richtig schnell. Aber er ist ja nicht 100% sicher, weil er in Arbeit eigentlich nicht viel macht. Das erste Mal in Aarhus, muss ich sagen, war mein eigenes Schild. Und letzte Mal war eine kleine Berührung in den ersten Bogen. Gut, ich fand da auch nicht seine Schild. Das
die zwei muss Weilig streichen. Und ich glaube dann, wenn wir die streichen, dass wir dann wirklich vorne mitmissen. Ich glaube, er gewinnt, auf er springt. Also, das ist meine Aussage, ja, Ronald. Jawohl. Und wen siehst du als ärgsten Gegner in dieser Partie? Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich das Pferd richtig habe von Marissa, die war letzte in Straubing, sah gut aus, aber macht der letzte Bogen eine viele. Ich weiß nicht, ob das auch in Berührung war oder nicht. Da war es zumindest eng. Ja, richtig. Das war eng, ja. Da war auch keine Untersuchung, aber da waren komische Rennen alle. Die, ich glaube, ich, der sagt mir aus, dass die das Rennen gewonnen hatte. Der musste in jeder Form mit. Und ja, aus der zweiten Reihe, denke ich, Nimschik, die hat mir. Weil ich weiß nicht, ob die linksherum besser ist wie rechtsherum. Und das letzte Mal sprang er auch in den ersten Bogen mit Robin in einem Pemüre in Gelsenkirchen. Aber ich glaube, jetzt ist es besser, dass er nicht nach vorne wird gefahren, dass die erstmal von hinten. Ich denke, das sind so die drei, vier. Ja, ich glaube, ob man muss alles mitnehmen, ob man muss dann ein bisschen selektieren. Ja, das glaube ich auch. Aber Holger, vielleicht greifen wir die Frage gleich mal auf. Ich habe noch einen. Jester AM, linksrum, rechtsrum. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist egal, aber Ronald hat es auch gut gesagt und er hat auch seine Schwäche in Anführungszeichen von den Jester AM. Der hat natürlich sehr, sehr viele Rennen in Front bestritten und wurde auch schon oft vom Start geschickt, hat auch in Mönchengladbach von vorne gewonnen und der wird sich sehr, sehr wohlfühlen, dass er diesmal nicht von der Spitze aus gehen muss, dass er aus dem Feld agieren kann. Und dann ist er auch, glaube ich, das laufstärkste Pferd im Feld. Und dann traue ich ihm auch zu, diese 20 Meter aufzuholen. Er ist immer mal für einen Fehler gut, aber er verfügt über viel Potenzial, ist aber als Bold Eagle Sohn immer so ein bisschen kribbelig. Und dann möchte ich noch auf Majestic hinweisen, der jetzt den zweiten Start nach der Pause macht. Der war zuletzt in Hamburg in einem Handicap unterwegs. Und das war natürlich in viel, viel höherer Garnitur. Das Rennen wurde am Ende in 15-0 von Arcano BE gewonnen. Da war immer sehr viel Tempo drin. Und Majestic lief da als Vierter ein gutes Rennen. Diese Aufgabe hier ist insgesamt doch etwas passender. Und da kann auch die Überraschung dann von Majestic ausgehen. Also ich denke mal, auch hier sollte man sich zum Abschluss der V-Wette ruhig breit aufstellen mit den beiden Erstbändlern, Nesta AM und Majestic dazu. Also die Glückszahlen 1, 2, 4 und 7. Und Ronald, für dich geht es dann weiter am Montag auch wieder in Hamburg, oder? Ja, genau. Ich habe wieder zwei Pferde am Start im einen Rennen, aber ja, wir sind Montag wieder dabei. Gut. Wir schauen jetzt allerdings erstmal auf München Dagefing. Ich bedanke mich bei dir, Ronald, dass du dir kurz Zeit genommen hast für die Interviews. Auch bei dir, Holger, bedanke ich mich für die kurze Vorschau, kurze knackige Vorschau, für das tolle Wochenende, das uns ansteht mit Freitag Berlin, Sonntag Berlin, München-Dagelfing und Montag mit Hamburg. Und ich gebe ab nach München-Dagelfing an meine Kollegen Sascha Multerer und Peter Schmaus. Hallo Damen und Herren, liebe Traberfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Winners Circle mit der Vorschau auf die Ostersonntagsrennen in München-Dagelfing. Wir haben als Experten Peter Schmaus gewinnen können. Wenn Sie sich fragen, wo Hadi Töne ist, der weilt gerade im wohlverdienten Urlaub mit der Familie. Und entsprechend haben wir uns entschieden, ihn dieses Mal in Ruhe zu lassen und eine Runde zu machen mit meiner Wenigkeit und eben, wie gesagt, Peter Schmaus. Peter, herzlich willkommen. Ah, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Hallo Sascha. Wir haben an Ostern traditionell einen Renntag in München-Dagelfing. Es ist dieses Mal ein etwas kleineres Programm geworden. Gib uns mal ganz kurz so einen Hinweis über die Highlights, die uns am Ostersonntag erwarten. Ja, es ist ein kleines Programm geworden und die Felder sind nicht gerade voll. Liegt natürlich daran, dass wir ein paar Pferde nach Berlin verloren haben, da wo jetzt das Brandrennen stattfindet. Und Straubing wartet natürlich mit einem PMU-Renntag auf. Und ja, wir hätten nicht viele mehr Rennen sowieso gemacht, aufgrund dessen, dass wir hier in Straubing auch noch eine Partnerbahn haben, die wollen wir ja auch schützen müssen und dass sie die Rennen zusammenbringen. Aber ich denke, Absagen war keine Alternative. Wir haben 18 Pferde in die Probeläufe, in den Qualifikationen. Das sind unsere Starter für morgen. Und jetzt haben wir ein 7-Rennen-Programm und eine V6 mit 15.000 Euro Garantie, inklusive einen Jackpot mit über 5.000 Euro. Ich denke, das lohnt sich, dass man sich das Ganze mal anschaut. Bisschen Geld gibt es zum Ausschütten. Es ist auch nicht so schwer aufgrund der Felder, dass sie nicht so groß sind. Da müsste sie auch treffbar sein.
Wir haben noch eine Viererwette im Angebot und einen Jackpot in einem Rennen in der Dreierwette, der sich im letzten Renntag gesammelt hat. Und ja, also für die Wetter wird es doch ein bisschen attraktiv sein, auch wenn die Starterfelder nicht so groß sind und das Programm nur auf 7 Rennen sich beschränkt. Aber ja, die eine oder andere Überraschung könnte durchaus möglich sein. Also kleines, feines Programm. Vor dem ersten Rennen 13:45 habe ich gesehen, der erste Lauf zum Corleone Mini Traber Cup. Also die Serie gibt es in diesem Jahr auch wieder in Dagelfing. Ja, da sind wir stolz drauf, dass wir das wieder anbieten können. Und da sind wir auch dankbar an Dr. Marie Lindinger, dass sie uns das wieder sponsort, dass sie die Partnerschaft, sage ich mal, über die Mini-Traber wieder übernimmt und den Corleone Cup wieder so wie letztes Jahr fortführt. Da haben wir für die Kleinen wieder was im Angebot und das sind ja unsere Stars vielleicht für morgen. Ganz genau so ist es. Einen haben wir ja in den letzten Wochen schon gesehen, Tobias Mehlsteibel, der hat ja bereits Rennen gesammelt oder Rennen gefahren als Auszubildender. Der hat definitiv angefangen in den Mini-Traber-Rennen. Also die haben sicherlich Aufmerksamkeit verdient. Ich würde vorschlagen, wir steigen ins Programm ein. Frohe Osternrennen, damit fangen wir an. 14.25 Uhr der erste Start, die Klasse bis 1.600 Euro am Ablauf und ja, Pferde mit Derby-Ambitionen dabei. Man denke nur an Shazam und auch an Manili. Wie fällt deine Zusammenfassung für dieses Rennen aus? Ja, die Klasse bis 400 ist uns leider ausgefallen. So muss man ganz ehrlich sagen, gibt es jetzt die Klasse bis 1600. Hier haben sich gesammelt, ja, Shazam und Manili, das müssten eigentlich die zwei sein. Shazam, das letzte Mal wollte man eigentlich nochmal einen Probelauf in Straubing machen. Rennen war dann relativ günstig, beziehungsweise nicht so schwer, dass so, dass man gesagt hat, man verzichtet auf Probelauf, man geht gleich ins Rennen und nützt das als Probelauf. Rudi Haller stellte den Hengsten, den vierjährigen Hengsten, ein gutes Zeugnis aus und denkt auch, dass es ein besseres Pferd werden könnte. Und deswegen geht man auch jetzt hier in dieses Rennen nochmal rein, weil sonst die Pause für den Hengst zu groß wäre. Messen muss er sich dieses Mal mit Maneli. Das ist mit Sicherheit die Überraschung, auch vom letzten Renntag. Stute kam glänzend in die Partie, hatte leider das Pech, dass man auf einen Gegner trifft, der ebenfalls vielleicht größere Ambitionen hat mit als Chicago. Weil ansonsten wäre man schon siegreich in die neue Saison gestartet. Jetzt hat man wieder einen starken Gegner vor der Brust. Aber ich denke, es wird auf den Zweikampf der beiden Pferde hinauslaufen. Und der Stärkere wird sich durchsetzen. Vielleicht ein Wort noch zur Startnummer 5. Samburu, ein Reddy Keschwalach, der zuletzt in Straubing Dritter wurde. Ist am Toto ja immer sehr, sehr stark beachtet. Welche Chancen billigst du ihm in diesem Rennen zu? Es war das letzte Mal wieder ein ordentliches Laufen. Er war fehlerfrei und der dritte Platz, der geht in Ordnung. So schlecht ist Samburu nicht, wie es jetzt aktuell vielleicht der Formenspiegel aussagt. Für mich hat er mit den ersten zwei Pferden nichts zu tun. Es wäre eigentlich das Pferd für den dritten Platz. Alles klar, dann sage ich vielen Dank für diese Einschätzung zum ersten Rennen und wir gehen gleich auf das zweite Rennen zu. Dort der Start zur V6-Wette, du hast es vorher schon gesagt, 15.000 Euro Garantie inklusive 5.289 Euro Jackpot. Es ist wieder der Mindesteinsatz von 1 Euro aufgerufen. Zu Beginn ein etwas kleineres Feld, 6 Pferde. Aus deiner Sicht ein klarer Favorit dabei oder eher eine etwas undurchsichtige Prüfung und braucht man dann die Bank oder braucht man mehrere Pferde? Also in dem Rennen sehe ich jetzt keine Bank, muss man mal ganz ehrlich sagen. Man hat hier formstarkes Pferd mit Poldark Wein. Da weiß man aber, dass er rechtsrum besser geht und ist natürlich auch sehr gut gemanagt. Hat sich aber in eine feine Form jetzt wieder gelaufen und ist jetzt hier in diesem Rennen natürlich Siegkandidat. Dann gibt es die Startnummer 3, Jackie Hassel. Sie kommt aus Pause, dass die Stute über genügend Laufvermögen besitzt. Das wissen wir, das haben wir bereits gesehen. Stuten-Derby-Teilnehmerin letztes Jahr lief dann vielleicht nicht ganz so glücklich, wie man sich das erhofft oder gewünscht hätte. Trotz alledem, die kleine Schimmelstute, ich bin Fan von ihr, hat großes Herz. Und ich bin gespannt, wie sie aus Pause kommt. Kann aber durchaus gleich für den Sieg in Frage kommen. Ja, und dann gibt es noch die Startnummer 6, Geronimo. Hatte eine kleine Verletzungspause jetzt, glaube ich, hat einen Ballentritt sich zugezogen in Berlin. Er sollte jetzt wieder fit sein. Rudi Haller steigt in den Sulky. Ja, also die drei Kandidaten sind es für mich. Einen klaren Sieger dabei auszumachen, finde ich persönlich schwer. Ich würde bei alle drei Pferde in die V6 mit hineinnehmen für den Start.
Eines unserer Lieblingspferde in Bayern aufgrund der Namensgebung ist Catriona LeMay Rocks. Die letzten zwei Leistungen nicht schlecht. Könnte es dafür die Dreierwette eine kleine Überraschung geben? Sollte irgendeiner fehlerfrei sein oder sich das eine oder andere erlauben. Wir wissen nicht, wie Jackie Haselei jetzt tatsächlich aus der Pause kommt. Die Pferde von Robert Grammeler kommen normalerweise siegfertig raus. Aber sollte es nicht so sein, genauso wie bei Geronimo, sollte es vielleicht noch nicht ganz so hundertprozentig sein. Ein bisschen Trainingsrückstand wird man vielleicht haben. Er hat auch das Quartier gewechselt. Ob Geronimo damit alles so klarkommt, bleibt abzuwarten. Das könnte natürlich die Chance sein für Bideborn oder Catriona Lima Rocks, um die Dreierwette noch mal ein bisschen länger zu machen. Wunderbar. Also zum Auftakt ein Dreierweg vorgeschlagen von Peter Schmaus. Die 1, die 3 und die 6. Und wir schauen gleich auf das zweite Rennen der V6-Wette. Aus zwei Bändern geht es hier an den Start. 2625 Meter die Grunddistanz. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass die Pferde aus dem ersten Band quasi Handicap-Bedingungen erfüllen. Die Klasse bis 8500 Euro ist hier am Ablauf. Und ich frage mal ganz allgemein, deine Favoriten eher im ersten Band zu suchen oder eher im zweiten? Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, im ersten Band ist sehr, sehr günstig Billy Kimber für mich untergekommen. Das Pferd hat tatsächlich keinen Sieg vorzuweisen, steht aber trotzdem bei knapp 6.000 Euro Gewinnsumme. Man hat hier ein bisschen größere Ambitionen auch gehegt und das letzte Laufen zu Larry Lasher und Eternus Day war sehr stark. Deswegen kommt er mit der Bänderstadtprüfung zurecht, ist es für mich ein absoluter Siegkandidat und wird auch da vorne schwer zu schlagen sein. Wir haben auch noch Happy Jack vorne im ersten Band mit Rudi Haller. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das mit dem Bänderstadt funktioniert. Laufvermögen besitzt er, die Formen von Berlin sind sehr gut. Er hat ins Quartier zu Manfred Schub gewechselt. Probelauf war sehr ordentlich mit Rudi Haller. Er muss fehlerfrei bleiben, da sehe ich ein bisschen das Problem. Aber naja, vielleicht wird es unser Bahn-Champion Rudi Haller gerade in der Bänderstadtprüfung richten und ihn perfekt aus dem Band bringen. Dann ist auch er ein Siegkandidat. Auf dem zweiten Band? Gibt Und es da im zweiten Band Daten, auf ist die es, man achten muss? ja, Princess kommt jetzt da nicht besonders gut unter, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auch kein Wunsch in dem Sinne von Josef Franzl. Man wollte eigentlich die Stute sogar noch in den Probelauf jetzt schicken. Das ist jetzt hier der Probelauf, weil man relativ wenig Starter hatte. Sie muss jetzt 25 Meter Zulage geben, Laufvermögen ja, sie kommt aber aus Pause jetzt gleich über den langen Weg 2,6. Die Stute trifft jetzt hier nicht optimal an und deswegen denke ich, sie wird das Rennen jetzt einfach benötigen und nur mitlaufen. Da geht es jetzt nicht um das, ob sie jetzt 1,2 ist. Ich gehe eher vor Platzierung von 3,4 aus. Jogi Löw steht bestens in Saft. Die Straubinger Leistungen und auch die Leistungen in München waren sehr, sehr stark zu Marilyn Boko. Er könnte das, beim perfekten Start könnte er auch eher ganz für vorne anschlagen. Ähnlich sehe ich es bei Larry Lasher. Das letzte Mal starkes Laufen. Das war das Rennen, wo Marilyn Boko, aus welchen Gründen auch immer, nicht ihr Leistungsvermögen abrufen konnte. Larry Lasher war zur Stelle, gestaltet das Ganze siegreich mit Christoph Fischer im Sulky. Auch Larry Lasher ist für ganz vorne die 25 Meter auf 2,6 sind aufzuholen. Und ja, sollte vorn ein bisschen gebummelt werden, Happy Jack vielleicht nicht so aus dem Band kommen, wie man sich das vorstellt, dann wird Larry Lasher mit Sicherheit brandgefährlich sein. Und jetzt kommt die spannende Frage. Und wen nehmen wir jetzt für die V6? Ich würde auf jeden Fall die 3 Billy Kimber mitnehmen, die 8 Larry Lasher, ja, und vielleicht noch Happy Jack. Also 3 Pferde, die 3, die 8, die 4 im zweiten Rennen der V6-Wette. Wir schauen auf das vierte Rennen. Glad-Pask-Rennen, auch hier wieder ein Bänderstart. Diesmal sind 3 Marken am Ablauf. Es geht wieder über die 2600 Meter. 9 Pferde am Start, das Handicap des Tages. Und ich bin mal gespannt, welche Einschätzung du vornimmst. Eigentlich ist ja im ersten Band einer am Ablauf, der, wenn er denn mal glatt um den Kurs kommt, fast nicht schlagbar sein dürfte. Oder sehe ich das falsch? Ja, das siehst du richtig. Die Ausschreibung gibt es natürlich her. Seit 1.7. kein Rennen gewonnen, beziehungsweise in einer DGS relativ weit unten. Da passt tatsächlich jetzt ein Vigo of Delacroix hinein.
Wenn er glatt über den Kurs kommt, wird er wahrscheinlich nicht zu schlagen sein. Da brauchen wir uns, wer in Paris gelaufen ist und ganz andere Gegner gesehen hat, ich denke, da wird es für den Rest ganz, ganz, ganz schwer. Aber die letzten zweimal war er fehlerhaft und ich habe ihn letztes Mal bei der Arbeit beobachtet. Er ist immer für einen Fehler gut und na, vielleicht gelingt Christoph Schwarz, ihn immer in den Kurs zu bringen, dann sollte die Frage nach dem Sieger wahrscheinlich geklärt sein. Ist er eine Bank? Für mich nicht, weil er mir dafür zu unsicher ist. Dann brauche ich deine Alternativen. Die Alternative ist für mich in erster Linie Dag Luck. War jetzt zweimal sehr prominent, war tolles Laufen in Straubing. Zu Very Special waren ein paar BMG. Wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen. Ich denke, das ist Gegner Nummer 1. Und ja, wenn für Figaro Juwel, der wo jetzt hier auch günstig unterschlüpft, das ist für mich das zweite Pferd, das noch gefährlich werden könnte. Für den Rest mit 50 Meter wird es schwer. Love Over Gold hätte schon lange mal verdient, einen vollen Treffer zu erreichen. Ist immer ganz brav. Letztes Jahr auch 24 Mal gelaufen, 22 Meter, ganz braver Platzgeld. Das haben wir für einen vollen Erfolg, hat es nie gereicht. Dieses Mal wird es wieder schwer mit 50 Metern. Ich würde es ihm wünschen, aber es wird ein bisschen schwer. Also am Ende des Tages drei Wege, auch hier Vigo of de la Cloué, die Startnummer 3, kombiniert mit der 4 Figaro Juwel und der 6 Dark Look. Das ist also die Situation im vierten. Wir schauen gleich weiter auf das fünfte Rennen. Felice Pascoa Rennen bis 14.000 Euro die Klasse unterwegs über die Meile, also über den kurzen Weg. Und da gleich mal eine Frage vorweg. Haben wir irgendeinen Meilenspezialisten in dem Feld oder sagst du, da sind einige Pferde dabei, die mit der Distanz keine Probleme haben und auch auf der etwas kürzeren Strecke sehr, sehr gut zur Geltung kommen sollten? Ich denke, dass die Meile jetzt für alle Pferde, was jetzt hier an den Ablauf kommen, kein Problem sind. Vielleicht für Jamin de Pedro könnte es vielleicht das ein oder andere Problem sein. 1600 ist jetzt nicht so der Schnellstarter, Startplatz 7, kommt ihm aber zugute ganz außen. Wir wissen, dass der Fuchswallach nicht ganz so einfach zu steuern ist. Außere Nummer liegt ihm besser, ist besser, wie wenn er im Feld letztendlich starten muss. Deswegen finde ich es nicht so ganz schlimm. Auch ich denke, Robert Plötscher wird es nicht anders sehen. Für einen Schnellstart, Magistral ist sehr schnell auf den Beinen, gerade was den Start betrifft. Ich glaube auch, dass er den letzten Start in Straubing mit Dr. Marie Lininger noch benötigt hat. Er kam aus Pause, er hat eine Verletzung gehabt, kommt jetzt wieder zurück. Man hat schon gesehen, Laufvermögen ist genug da, schnell auf den Beinen, am Start ist er auch. Ähnlich sehe ich das bei Venka Hall, geht ihre besten Rennen von der Spitze, ist auch immer schnell dabei und möchte mit Sicherheit auch die Führung haben. Also es wird wahrscheinlich gleich am Start zu einem Zweikampf kommen um die Spitze zwischen Magistral und Venka Hall. Und der, wo dann vorne ist, der wird schwer zu schlagen sein. Tipp von dir? Ich gehe in dem Rennen mit Magistral. Gut, also die Startnummer 3 und 4, die Tipps für die V6-Wette und das leichte Prä in der Siegwette für Magistral. Wir schauen auf das sechste Rennen. Hier wird die Dreier-Wett-Garantie bzw. die Vierer-Wett-Garantie ausgespielt. So ist es richtig. Joyeuse Pack-Rennen. Insgesamt 11 Pferde am Start und ich bin jetzt mal so frei und behaupte, wahrscheinlich mit der Bank des Tages. Sollte es sein. Also du sprichst Postillon an mit Peter Platzer. Es ist unser Pferd des Jahres die letzten 2 Jahre gewesen. Heuer jetzt ein Start. Da hat er mich nicht so ganz überzeugt. Trotz alledem gewonnen. Das haben wir aber letztes Jahr auch gehabt. Da vom Start weg. Der Postillon braucht immer so ein, zwei, drei Rennen, bis er wieder seine alte Form hat. Ich glaube, das ist jetzt hier auch der Fall. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, von der Klasse her ist in diesem Rennen nichts drin, was wahrscheinlich Postillon bzw. Peter Platzer fürchten müsste. Und auch Startplatz 10 sollte jetzt nicht das große Handicap sein, auch wenn er um die alle wahrscheinlich irgendwann rum muss. Wenn wir jetzt sagen, es ist nichts nach Klasse drin, was Postillon fürchten muss, ist natürlich klar. Du hast gesagt, das ist deine Bank. Nichtsdestotrotz, schlechte Tage hat jeder von uns. Im Zweifelsfall vielleicht auch mal Postillon. Für einen solchen Fall, wer wären die Alternativen, die dir ins Auge stechen?
Ich sage mal so, das Dark Horse ist für mich immer so King of Santana. King of Santana ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Der Odessa Hengst kann ziemlich hitzig auch am Start schon sein, aber wir wissen um die Klasse des Pferdes und laufen kann er, das hat er auch schon gezeigt bei seinen Auftritten. Markus Graumüller kennt ihn, er wird mit Sicherheit mit ihm vom Start weg das ein oder andere probieren. Das könnte der Gegner sein. Oder auch der Herausforderer, wenn man so haben will, vom Postillon. Aber auch er kommt aus einer Pause. Gut, also Postillion, das ist der, der praktisch das Rennen machen soll und als Alternative so ein bisschen als Dark Horse, die sieben King of Santana. Mit guten Formen reist Stepstone an. Kann der in dem Feld auch eine gute Rolle spielen? Wir haben ja die Viererwette mit 3.500 € Garantie. Da brauchen wir noch ein bisschen Pferde zum Kombinieren. Oder was hältst du von einem Pferd wie Major Shibaha? Stepstone ist mit Sicherheit das Pferd, das wo wahrscheinlich das sicherste Pferd für die Plätze 2, 3, 4 sein wird. Da wird er sich auch irgendwo einfinden, wenn Martin Schweiger ein bisschen Lage findet. Stepstone für mich jetzt nicht der größte Kämpfer, aber sehr, sehr ordentliche Formen und sehr, sehr ordentliche Zeiten auch in Wien. Das letzte Laufen war sehr stark und sammelt immer tapfer und brav seine Prämien ein. Für mich, wie gesagt, das Stellpferd. Was die Platzierungen betrifft. Grace Cash schätze ich noch ganz gut ein, hat sich in einer ordentlichen Form jetzt gelaufen, kommt bestens, Romina Gane, der kommt bestens zurecht mit Grace Cash. Das wäre vielleicht auch das Pferd für 3-4. Und naja, man muss ganz ehrlich sein, Vierter kann in diesem Rennen tatsächlich jeder werden. Also hinten muss man sich breit aufstellen, dafür braucht man vorne vermutlich nur einen. Postillion, die Startnummer 10, das der Tipp für das fünfte V6-Rennen von Peter Schmaus. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss. Buona Pasqua-Rennen, das sechste Rennen der V6-Wette, siebtes Rennen der Tageskarte in der Klasse bis 4.200 €, insgesamt 8 Pferde am Start. Und ja, ich glaube, wir haben ein ganz interessantes Feld. Time Matters zum Beispiel, die vor kurzem in Berlin debütierte in starken 1:15:1, kommt hier an den Ablauf, muss allerdings in hoher Klasse ran. Ist sie deine Siegerin? Ja, man muss dazu sagen, Time Matters ist in die hohe Klasse gegangen. Man wollte den Fahrer Rudi Haller unbedingt haben. Bis 1600 steuert Rudi Schersham. Aus diesem Grund hat man sich dafür entschieden, auf die Klasse nach oben aufzurücken, auf 4-2. Laufen in Berlin war sehr, sehr ordentlich. Der Probelauf bzw. die Quali in München auch. Da wurde sie begleitet von Simon Santana, der außerhalb ging. Ging für mich Simon Santana ein bisschen besser. Jedoch hat er mich nicht ganz überzeugt im letzten Laufen in Straubing, hier geschlagen von Inaya. Trotz alledem, ich denke, es wird zum Zweikampf kommen. Time Matters war damals noch im Probelauf im Training bei Robert Graumel, hat das Quartier gewechselt. Bleibt auch hier abzuwarten, was passiert. Für mich wird so ein bisschen Simon Santana wahrscheinlich mit Christoph Schwarz in Sulky vielleicht ein bisschen stärker sein wie Time Matters, aber es ist mit Sicherheit eine vierjährige, toll talentierte Stute, die wohl mit Sicherheit ihren Weg machen wird. Und ja, dann gibt es in dem Rennen noch Desiderio. Für mich, vierjährige Brane Wallach hat auch gezeigt, dass er laufen kann. Letztes Jahr, das war alles nicht so schlecht, was er hier gezeigt hat. Ich glaube, er ist auch noch fürs Derby genannt. Das kannst du uns wahrscheinlich besser sagen wie ich. Er kommt aus Pause. Vielleicht braucht man den Start noch. Probelauf war ordentlich, war gut. Er ist für mich das Pferd 3. Und dann sehe ich vielleicht noch Cannavaro Viking. Wenn irgendeiner patzt, dann wird sie es eher nicht nehmen lassen, vielleicht auf die Plätze 3, 4 zu rangieren. Also, da hast du uns 4 Pferde gesagt. Sind das auch die 4, die in der V6-Wette auf den Wettschein müssen? Oder sagst du, da kann man ein bisschen selektiver sein? Man könnte jetzt. Man könnte, also wenn man sicher gehen möchte, dann muss man wahrscheinlich Simon Santana, Time Matters nehmen. Und wenn man noch einen dazu nimmt, dann würde ich Desiderio mit dazu nehmen. Ich würde es wahrscheinlich probieren mit Time Matters und Simon Santana. Alles klar, dann haben wir also die 1 und die 3 zum Abschluss der V6-Wette auf deinem Wettschein. Wir sind durchs Programm durch. Was dürfen die Zuschauer in Daglefingen erwarten? Gastronomie, glaube ich, sind alle Bereiche geöffnet. Und ich habe gelesen, Edeka Schermele, der hat kleine Süßigkeiten bereitgestellt, sodass es also auch Osterüberraschungen für die Kinder und die Erwachsenen gibt. Ist das richtig? Ja, so ist es. Das haben wir jetzt die letzten Jahre auch immer gehabt.
Herr Schemmerli hat da immer sehr, sehr viele Sachen zur Verfügung gestellt und so wird es auch dieses Mal sein. Ich denke, dass jedes kleine Kind oder auch viele Erwachsene einen Osterhasen ergattern können, sodass wir mit der einen oder anderen Süßigkeiten unser Publikum verwöhnen. Wunderbar, dann freuen wir uns auf einen spannenden Renntag in München. Dagelfing, Peter, dir besten Dank für die Expertise und ich gebe zurück ins Studio zu Nicolasa, der dann weitermacht mit den Rennen aus Hamburg. Bahnfeld am Ostermontag. Ein herzliches Willkommen. Nach so viel Information geht es hier gleich weiter mit unserer Veranstaltung am 1. April, Ostermontag in Hamburg-Bahrenfeld. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes kein Aprilscherz. Der 1. April, da kann man mal sehen, wir haben das erste Quartal schon um. Wir haben einen schönen Renntag für Sie zusammengestellt. 8 Rennen erwarten wir und wir haben natürlich eine V7 mal wieder dabei in Hamburg. Das wird ja auch mal Zeit. 10.000 Euro Garantieauszahlung und damit wir das lösen können gemeinsam, habe ich mir natürlich meine zwei Experten diesmal mit eingeladen. Einmal Holger Hülsecker, erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo, schöne Grüße nach Hamburg. Ja, und natürlich Ronald de Beer. Ronald, auch du hier herzlich willkommen. Für uns jetzt mal hier mal eine ganz interessante Sache, dass wir auch mal einen Trainer dabei haben aus Hamburger Sicht. Hallo Peter, ich bin dabei. Wir gucken auf das zweite Rennen, denn das ist der Start. Das ist das Lütt-Döns-Rennen, eine sehr nette Gaststätte in Hamburg in Othmarschen. Das ist der Start zur V7-Wette mit 20 Cent dotiert und wir haben die Klasse bis 32.000 Euro dabei. Eine interessante Prüfung, Holger, die gar nicht so leicht zu lesen ist, oder tue ich mich da nur schwer? Ne, wir haben ja eine Revanche-Partie hier vom letzten Mal, vom letzten Renntag. Da war das Rennen, damals war es ein Handicap. Da hatte sich Arcano BE turmhoch überlegen durchgesetzt, weil Fuchs Lane sich da wirklich an der Spitze mit Parom aufgerieben hat. Fuchs Lane lief da in der Todesspur, ein sehr, sehr starkes Rennen, war am Ende noch Zweiter. Und auch Ray Kelly hat mit viel Speed Rang 3 erobert. Ich erwarte da hier jetzt dann nochmal ein etwas anderes Rennen, dass Fuchs Lane hier vielleicht sogar diesmal in Front kommt und dann auch Arcano BE stärker fordern kann. Aber es sind auch noch zwei, drei andere ja, norddeutsche Pferde dabei oder auch ein Berliner Gast. Und Ronald, du kennst Flotte Biene sehr, sehr gut und ich glaube, das ist eines der besten Pferde im Stall Jaus. Ich muss sagen, ich habe nur das letzte Rennen gesehen. Gut, ich kenne ja nur von den Rennen, aber letzte Rennen hat mir wirklich beeindruckt, die Bendestadt in Karlshorst. Der war sie wirklich super. Und das hat auch wir gefordert haben, dass ich hier unter die ersten drei. Ja, sie ist gut aus den Startlöchern gekommen, nach ihrer langen Pause. Und da muss ich sagen, ist die Formkurve ja ganz klar nach oben. Wer mir gefallen hat beim letzten Start in Hamburg, war Marciano Saubers Fuchs Lane. Ich denke mal, der hat jetzt mal wieder ein richtiges Rennen im Leib gehabt und wird diese Steigerung sicherlich auch mitnehmen. Sehe ich das richtig? Ja, das denke ich auch. Also Marciano denkt, dass er mit Fuchs Lane hier eine sehr, sehr gute 2-3-Chance hat. Und wenn alles passt, kann er vielleicht mal nach vorne laufen. Aber Marciano sagt auch, er hätte 2 Wochen später in Hamburg wieder ein schönes Handicap, wenn er nicht gewinnt. Also er ist sehr, sehr optimistisch. Aber es ist nicht die beste Chance von Marciano am Tag. Hanni Bär sollten wir sicherlich noch erwähnen. Der 5-jährige Wallach kommt auch aus einer Pause. Er hat einen schnellen Probelauf in Berlin-Mariendorf gemacht. Und wer ja die Pferde von Viktor beobachtet, weiß, da ist so eine Pause schnell überbrückt. Ja, ich denke, dass er schon eine gute Chance haben sollte, in die Dreierwette zu laufen. Ich weiß nicht, ob er jetzt am ersten Start nach der Pause gegen diese gute Gegnerschaft direkt schon Siegkandidat ist. Aber vielleicht spricht die Eiseninformation, nämlich dass er barfuß geht, genau dafür, dass Viktor sich einiges ausrechnet. Und dann sollte man Hanni Bär vielleicht auch in der V7-Wette gleich zum Start mitnehmen. Ray Kelly mit der 2, Thomas Panschow ist auch, sagen wir mal, gut aus der Pause gekommen, hat sich hier gleich mit einem dritten Platz gut in Szene gesetzt. Und da haben wir ja diesen Einlauf, Arcano BE, Fuchs Lane und Ray Kelly. Also insofern bin ich mal gespannt, ob sich das wiederholen lässt. Und ja, wie viele Pferde hast du auf deinem Schein, Holger? Ich habe Arcano BE, Fuchs Lane und Flotte Biene. Und ich weiß Vier, nicht, fünf, gibt sieben. Ronald auch einen Zettel ab? Nee, ich gebe keinen Zettel ab, aber das sind in meinen Augen auch die drei Pferde, die ich nehmen sollte, wenn ich es well machen sollte.
Dann machen wir weiter mit der zweiten Prüfung und das ist der Portland-Pokal, die Klasse bis 5.200 Euro. Und ich muss sagen, ein toll besetztes Rennen und mit einem vielleicht leichten Vorausfavoriten Tonga, der in Berlin, sagen wir mal, der hat nach links geguckt, nach rechts geguckt, wahrscheinlich nur nicht nach vorne. Irgendwie war er so ein bisschen abgelenkt. Ne? Holger, hast du das auch so gesehen? Ja, er lief die ersten beiden Starts mit Klappzaum und bei seinem zweiten Sieg in Hamburg wurde er dann doch sehr, sehr giftig an der Spitze. Und ich denke mal, dass Seppi dann gesagt hat, okay, wir fahren ihn mal offen, dass er ein bisschen ruhiger wird. Aber da hat er sich dann wahrscheinlich zu sehr ablenken lassen. Und vielleicht wird Seppi dann für Hamburg dann so einen, vielleicht mit Seitenfällen oder mit einem halboffenen, so einen Zwischenweg wählen, dass Tonga fokussiert ist, aber auch nicht zu heiß wird. Aber meiner Meinung nach ist die Startnummer 5, George Gentlemo, ein absolut ebenbürtiger, wenn nicht sogar vielleicht etwas besserer Herausforderer. George Gentlemo im vergangenen Jahr bis auf die Einstandsform nur Topleistung abgeliefert. Er ist auf dem Weg zum deutschen Traber-Derby. Und ich muss sagen, ich habe ihn sogar auch als Stellfeld in der V7-Wette ausgewählt, trotz der Pause. Ja, eine interessante Meinung von dir, Holger. Ronald, siehst du das ähnlich? Ich glaube, vor der Sieg sind die zwei Pferde da ja vor, von Franzl und von Marciano. Aber mein Vorkehr geht auch erst nach Franzl aus und die Rennkondition ist dann die Nummer 5, die jetzt aus der Pause kommt. Der Champion bietet South Carolina Ass auf, oder AS, so ist es wahrscheinlich richtig ausgedrückt. Stute hat gewonnen am 18.03. in Gelsenkirchen. Ja, das ist eine gute Empfehlung. Kann sie hier eventuell die lachende Dritte sein? Wenn die beiden sich behaken unterwegs, kann sie es sein. Aber sie hat natürlich von dem Favoritentrio die schlechteste Startnummer. Zuletzt in Gelsenkirchen muss man sagen, das Rennen, da waren nur 5 Pferde und die Pferde, die dann auf den Plätzen 2 bis 5 einkamen, die sind jetzt nicht so furchterregend stark aktuell, aber davor die Leistung waren sehr gut. Vor allem der zweite Platz in Gelsenkirchen in einer PMU-Prüfung außen herum gegen Novastar Dravid, das war eine klasse Leistung. Luende Belloé hat sie angegriffen, konnte sie nicht gefährden. Für mich ist South Carolina AS hier eine Kandidatin, die man mitnehmen muss. Die hat vielleicht nicht ganz, vielleicht einen kleinen Tick weniger Klasse als Tonga und George Gentlemo, aber auch eine Kandidatin für die V7. Eine Bold Eagle Stute ist Quality Bo und ich muss sagen, Robin Bott sitzt hier im Sulky. Stall Harbo immer brandgefährlich. Pferde laufen in Hamburg auch immer gut und wenn man mal sich die Gesamtform der letzten 8 Starts hier anguckt, dann muss ich sagen, da ist schon, sag ich mal, eine ganze Menge Power wahrscheinlich vorhanden. Was sagst du zu Quality Bo, Holger? Ich glaube, die ist ein bisschen durch mit den Nerven. Ehrlich gesagt, die war zuletzt in Gelsenkirchen vorm Rennen, machte so einen guten Eindruck. Die hinterm Auto wurde sie sofort giftig, sprang in einem Amateurfahren, wo ich auch mit drin war, war dann sofort weg. Und sie hat auch schon einige Leistungen geboten, wo sie ganz aufgegeben hat. Sie hat sicherlich einiges an Qualität, aber sie muss erstmal stabilisiert werden und kommt jetzt auch von Gramüller zurück nach Hause oder jetzt zu Hans-Uli Bornmann nach Ennepetal. Und ich denke mal, die muss man, vielleicht braucht sie jetzt erstmal eine Pause, um sich zu erholen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte nicht allzu viel am Sonntag von ihr, am Montag, Entschuldigung. Dann wird Startplatz 7 kein Nachteil sein, da kann er sie sicherlich ein bisschen laufen lassen. Interessant finde ich auch die Form von Just Walk On By. Alexander Kelm sitzt hier für SE Racing im Sulky. Wie ist da die Meinung? Letzten Start Ende des Jahres in Gladbach mit Emma Desroth gewesen, aber davor toller Formspiegel. Ja, genau. Also wir hatten starke Leistungen im Amateurfahren gezeigt, aber dieses Rennen ist natürlich sehr, sehr stark besetzt. Und ich denke mal, dass man beim ersten Start aus der Pause jetzt gegen die Gegner dann erstmal defensiv Just Walk On By vortragen wird. Und dann fährt für die Dreierwette, aber noch nicht für die V-Wette. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ein Pferd nur auf dem Zettel? Genau, ich hab die insgesamt etwas günstig gemacht, die Wette. Ich habe 2 Stellpferde und eins davon ist George Gentlemo. Hättest du das auch so gemacht, Ronald? Ich nicht. Ich habe die 3 mitgenommen. Okay. Ronald, darf ich mal fragen, wie fandst du den Probelauf von May Scott? Da bist du nämlich mit Bode La Vita hinterher gefahren. Der war gut. Da muss ich wirklich sagen, der war gut. Ich hatte letzte 1000 Meter 14 auf der Uhr. Der war wahrscheinlich ein Tick schneller, aber der war gut, muss ich wirklich sagen. Aber in solchen Rennen wird natürlich viel verlangt.
Wir sind die ersten Kilometer nicht so schnell gefahren. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die ersten Kilometer etwas schneller. Aber wenn ich möchte kiezen, dann hatte ich wahrscheinlich die zwei vor vierte Platz, dritte Platz noch mitgenommen. Von Jan Dijsselbloem. Ja, da haben wir sie alle, glaube ich, schon besprochen in diesem Rennen, Peter. Dann mache ich weiter mit dem Northern Charm Cup. Ein unserer zwei absoluten Höhepunkte an diesem Tag, die Klasse bis 50.000 Euro mit 8.000 Euro dotiert. Und wir haben diese Pferde im Vorlauf gesehen vor 14 Tagen. Das war sehr, sehr interessant. Und hier meine Frage, Heavy Enemy oder Dan CG oder wird es ein Dritter? Holger, wie sieht's aus? Es kann ein Dritter werden. Dan CG hat jetzt die gleiche Konstellation oder eine ähnliche Konstellation wie im Vorlauf. Er muss nämlich als einziger Vertreter des Stalles SE Racing gegen drei Vertreter aus dem Team Nimschik antreten. Und da wird die Taktik dann wieder sein, in Front zu fahren und das Rennen von vorne zu bestimmen, weil ansonsten läuft man ein bisschen nur Gefahr, in die taktischen Spielchen verwickelt zu werden. Also Dan CG für mich das stärkste Pferd hier im Feld. Aber auch dadurch, dass Team Nimschik drei Pferde dabei hat, halte ich die Startnummer 5, Walk of Fame, für die gefährlichste Waffe des Teams Nimschik. Besser als Heavy Enemy? Ja. Okay. Du hast ja heute nicht knackige Aber Ansage. Ronald hat sicherlich eine andere Meinung. Vielleicht, wen schätzt du stärker ein von den Nimschik-Pferden? Ich kenne Heavy Enemy von früher, dass er nochmal so unsicher war und dass er gerne eine höhere Nummer hatte. Ich gehe auch mit der 5. N'oubliez jamais. Da Platz 1, wie kann man das, ist es gut oder nicht so gut für den schwarzen Hengst? Na, glaube ich schon. Jochen hatte ja die Wahl, er hätte auch die 6 nehmen können, aber die hatte Viktor Genz dann gewählt und dadurch konnte N'oubliez jamais als Vorlaufdritter die günstige Nummer innehaben. Er fängt gut an, aber nicht mit der 1, weil er braucht immer so ein bisschen Anlauf. Ich denke, er ist ein Kandidat für die Dreierwette. Gestern in der Abschlussarbeit mit mir war er ein bisschen lau, sagen wir mal so. Dann nimmt er mich schon mal so ein bisschen auf die Schippe, aber ich denke mal, mit dem Trainer im Sulki, da wird er schon richtig vorwärts gehen und ist dann Kandidat für die Dreierwette. Das ist auch ein interessanter Hinweis, die Abschlussarbeit mit Holger Hülsecker natürlich. Gibt es eine bessere Empfehlung, Ronald? Da muss man doch dann laufen, oder nicht? Nee, wenn Holger eine Abschlussarbeit macht, dann können wir da nichts mit dagegen sagen. Ja, da hat er noch genug Luft drin. Da hat sich nicht allzu sehr angestrengt. Miley Scott haben wir hier noch. Auch mit einem guten zweiten Platz im Vorlauf zu Heavy Enemy. Das war eine ganz feine Leistung. Die Stute ist wirklich gut zu Wege, ne? Ja, sie ist sehr gut zurecht, sie fängt auch gut an und sie geht aus dem Rücken ihre besten Rennen. Sie trifft natürlich hier insgesamt sehr, sehr starke Gegner. Deswegen muss man sie als veritable Platzgeldkandidatin, aber nicht als Siegkandidatin sehen. Dann haben wir noch Othello PS, ein Muster an Zuverlässigkeit. Und auch Captain Olaf mit Nummer 7 mit einem vierten Platz sich hier fürs Finale qualifiziert. Und soweit ich weiß, wenn ich es richtig gesehen habe, ist Prosperus S, glaube ich, nicht ein Starter. Insofern einmal eine Frage, wie viele Pferde darf ich auf deinem Schein entdecken, Holger? Ich habe, glaube ich, genommen die 4 und die 5, Dan CG und Rock of Fame Diamant. Und ich glaube, Othello PS, der läuft am Freitag noch im Vorlauf zum Fitzbrandrennen. Und ich fürchte, der wird wahrscheinlich dann auch am Montag nicht da sein. Aber da schauen wir mal, für welches Rennen er sich entscheidet. Ich bin ja optimistisch immer. Und damit machen wir dann weiter mit dem fünften Rennen. Und das ist der Osterpreis, ein Rennen mit Viererwette, Garantie hier 4.000 Euro. Keine Dreierwette, die Klasse bis 11.000 Euro. Und auch das ist ein interessantes Rennen, wobei Johnny Hill mir in Gelsenkirchen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich war ja da selber vor Ort, aber zum Schluss wurde es doch nochmal spannend. Ne? Ja, genau. Er war dann erstmal ein ganzes Stück von den Pferden weg und zum Schluss, er hat dann zwar noch souverän gewonnen, aber da wurde er so ein bisschen lau. Und er hat natürlich als Dreijähriger auch ganz, ganz harte Rennen von der Spitze gelaufen, war dann verletzungsbedingt ewig lange raus. Aber er steht nach Können hier schon klar drüber. Und Michael weiß das auch, dass er hier eigentlich im Grunde genommen vom Können her nur auf Quick Bo achten muss, der aber linksherum sehr, sehr fehleranfällig ist und linksherum deutlich schwächer ist. Und wenn Quick Bo frühzeitig einen Fehler macht, dann wird Michael mit Johnny Hill versuchen, einen Rücken zu finden, ihn lange in der Deckung zu halten. Und dann wird er zum Schluss die überlegene Klasse des Muscle Hill Sohns ausspielen. Also Johnny Hill für mich ganz klar das zu schlagende Pferd. Wenn Quick Bo seine
leichte Aversion gegen den Linkskurs ablegt, dann ist Quick-Bo der Herausforderer. Ja, Uli Bornmann war recht optimistisch bei der Starterangabe. Er hat sich da einiges von versprochen. Ronald, you can do, eine interessante Fuchsstute von Readly Express aus dem Stall Jaus, hat in Berlin-Karlshorst gewonnen. Und man kann Dirk Hafer eigentlich nur zur Stallform gratulieren. Siehst du das auch so? Ja, er hat im Moment die Pferde gut in Form. Und ich glaube auch, wenn ich einen Schein nehmen würde, dann waren zwei Pferde, dann war auf drei Pferde, die drei, die sechs und die sieben. Ich glaube, dass die auch hier in die Partie auch qualitativ darüber steht, der sechs. Holger, wie viel, du hast wie viel auf dem Schein? Ja, also Johnny Hill ist mein zweites Stellpferd, aber ansonsten würde ich das sofort unterschreiben, was Ronald gesagt hat. Sechste Rennen und das ist das Gestüt Fiedler-Rennen, einer unserer heutigen Hauptsponsoren. Vielen Dank für dieses große Engagement von dem Gestüt Fiedler, der hier heute die Hengste zumindest, sag ich mal, wortmäßig präsentiert und auch in der beiliegenden Anzeige. Können Sie sich ein gutes Bild davon machen? Ronald, meine Frage an dich. Ragazziaccio, ist das richtig ausgesprochen? Naja, ein bisschen schneller und hintereinander, dann ist das richtig. Ich habe noch keinen Alkohol heute getrunken, dann kriege ich okay, das. Nee, aber, ja, ist ja richtig. Aber ich sehe hier den schönen Sieg in Aarhus und ich denke mal, da warst du recht zufrieden. Wie sind denn die Aussichten für den Ostermontag? Ja, er ist ein frei unkompliziertes Pferd. Ein gutes Pferd in meinen Augen, die noch ein bisschen Rennerfahrung auf muss sammeln. Aber sagt, er startschnell, er kann von außen rücken, er ist recht unkompliziert. Und ja, ich muss Arne mal helfen, dass wir die Sieg da reinschleppen mit der Fiedlerin. Aber du hast ja noch ein zweites Pferd im Rennen, das ist die Startnummer 2, Montana. Die hat sich zuletzt in Hamburg gut durchgesetzt. Wer stärker von den beiden? Wo stärker kann ich mir, das sind zwei unterschiedliche Pferde. Montana ist ein Stute, die, naja, wirklich ein Stute. Und ich glaube, mit Dennis ist das eine gute Kombination, aber der ist richtig schnell. Der hat viel Schnelligkeiten, aber ist, sag mal, nicht 100% sicher. Ich hoffe, dass wir das jetzt gefunden haben, dass die jetzt doch immer sicherer wird, aber der soll auch Rennung fahren und Mutter sammeln. Und das wird auch in der Zukunft ein gutes Pferd. Ja, zwei Pferde, ganz interessant. Und Montana, Holger, wir hatten richtig Blumen drauf letzten Start. Ne? Ja, wir hatten sie leider nicht in unserer V-Wette und deswegen sind wir im letzten Rennen rausgeflogen. Und ja, das bestraft. Diesmal werden wir den Fehler nicht machen, Peter. Beim Aufkentern hatten wir aber echt Mumm. Wir haben einfach zu spät das gesehen. Olympia Greenwood war hinter einer sehr hoch eingeschätzten Gegnerin zweite bei ihrem Debüt. Dieses Rennen wird sie natürlich noch weiter gefördert haben. Ronald, aus deiner Sicht, Olympia Greenwood wahrscheinlich auch hier eine Sieganwärterin oder sagst du, eine dreijährige Stute, das ist doch noch was anderes? Nein, ich glaube, dass die über Klasse beschickt, das war das letzte Mal auch sichtbar. Das Einzige ist, in meinen Augen wird das wahrscheinlich ein Tick schneller gestartet und er hatte letzte Mal, auf dem Münster, die einzige Start in Hamburg, ein bisschen Schwierigkeiten hinter dem Auto. Wenn wir jetzt was schneller starten und mit der 1, glaube ich, dass er etwas Schwierigkeit kennen werden vor das Pferd. Ich weiß nicht, ob sie da was angeändert haben, aber lauftechnisch und qualitativ ist sie nicht weniger wie meine Pferde, glaube ich. Weiterhin gute Klasse in diesem Rennen bis 2300 Euro. Das ist die 4 Horsepower, der bei seinen gesamten Starts immer sich sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen hat. Und ich glaube, wenn der Vladi es schafft, ihn mal am 300, 400 Meter vom Ziel näher an den vorderen Pferden zu haben, Holger, dann könnte das auch mal einen ganzen Sprung nach vorne gehen. Oder bin ich dazu optimistisch? Ja, ihm fehlt am Start jetzt im Moment noch ein bisschen die Spritzigkeit, die Geschwindigkeit, um sofort eine gute Lage im Vordertreffen zu haben. Er läuft immer brav durch, er kämpft immer durch. Aber ich denke, dass er wieder hier auf den Rängen 3 und 4 landen wird, wie bei seinen anderen Starten. Ganz braver, ehrlicher Bursche, der auch sein Rennen gewinnt, aber glaube ich noch nicht am Ostermontag. Der Champion steuert hier Jeps du Guess, der in Gelsenkirchen eine sehr, sehr feine Leistung brachte.
und dort auch gewinnen konnte. Wie kann man denn diese Leistung aus Gelsenkirchen hier auf die heutigen Gegner übertragen? Das war eine ordentliche Leistung, aber das Rennen war deutlich einfacher und er musste unterwegs, war immer in der Deckung und konnte sich da auch so ein bisschen drauf verlassen, dass andere Pferde da den führenden Rob de Flieger unter Druck gesetzt haben und im Speed war Jeps de Guess dann knapp zur Stelle. Und wer beim Siegerinterview mit Michael ganz genau zugehört hat, der hat auch eine Einschätzung von Michael zu Jeps de Guess gehört. Der hat nämlich gesagt, wir müssen für ihn passende Aufgaben finden. Also es ist ein ordentliches, braves Pferd, der auch noch das eine oder andere Rennen gewinnen wird, der auch seiner Besitzergemeinschaft Spaß machen wird, der auch wahrscheinlich ohne Eisen antreten stärker sein wird, der aber natürlich nicht annähernd die Klasse hat eines gesunden Kipchoge. Den müssen wir noch unbedingt besprechen. Das habe ich auch nicht vergessen. Das ist nämlich die Nummer 7. Victor Gens fährt diesen großrahmigen Hengst von Muscle Hill. Und wir erinnern uns alle, und da muss ich mich selber wundern, wie lange es schon wieder her ist. Ende Mai war er hier mit Orge Posthumus und hat doch wirklich sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen. Jetzt in den Farben vom Gestüt Westerau. Und ich denke mal, Victor wird den Probelauf genutzt haben. Aber hat er da einen Fehler gemacht, hat man mir berichtet. Stimmt das? Ja, er hat einen Fehler gemacht, aber er war auch vorher nicht überzeugend. Ich weiß nicht, Ronald, hast du den Probelauf gesehen von Kipchoge zufällig? Ja, ich habe einen Drücke gesehen und ich war ja eingeladen, also ich habe ein bisschen Hausarbeiten gemacht. Er machte den Schlussbogen einen Fehler. Lag da zweite Pferd außen, es lagen mit der vierten, vier Pferde lagen zusammen, zwei innen, zwei außen und er machte den Schlussbogen einen Fehler. Ich glaube, qualitativ steht er über der Rest, aber ich weiß nicht, der hat an Zeit nicht gelaufen und was ich gehört habe, steht er auch ein paar Monate bei Victor. Und wenn ihr ein Pferd ausbringt in 23 in der Quali, schätze ich ihn noch nie so hoch hin. Ja, genau. Er hat den Fehler gemacht, dann musste er fast im Stand auspariert werden, hat auch ein bisschen Nachsicht bei den Stewards gefunden, dass sie ihn nicht disqualifiziert haben. Und ich habe mich genauso schwer getan, ihn zu besprechen, habe noch seinen früheren Trainer Arge Posthumus gefragt, was für eine Verletzung er hatte. Arge ist natürlich ein Diplomat und hat dann die Antwort gegeben, die ich erwartet hatte. Also der hatte eine Weideverletzung. Aber der Probelauf, muss ich ehrlich sagen, der mahnt etwas zur Vorsicht. Nach Klasse ist Kipchoge wirklich ein prima Pferd, aber ich weiß nicht, wie schlimm die Verletzung wirklich war und ob er nochmal Anschluss findet. Der Probelauf, muss man sagen, der war nicht gut. Im Gestüt Fiedlerrennen höre ich, wie viele Pferde sind auf dem Zettel von Holger Hülsecker? Ich habe ganz dünn aufgestellt. Ich muss auch wieder zittern. Ich habe wieder Montana nicht dabei. Ich habe Olympia Greenwood und Kipchoge genommen, weil ich einen relativ günstigen Schein machen wollte, der mit 40 Euro für eine V7. Aber hat er das wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich von Ronald die Pferde dabei hätte. Würdest du ihn dafür bestrafen am Montag? Kannst du gerne machen. Am liebsten ja, aber zunächst können wir am Montag sagen. Ich muss sagen, die 1 und die 7 sind qualitativ richtig gute Pferde und meine Pferde sind auch gut. Ich bin zufrieden, wenn wir 3-4 sind, da geht es nicht darum, dass sie gesund aus dem Rennen kommen. Aber ich möchte gerne das Rennen gewinnen. Ein von beiden. Spannendes 6. Rennen bei uns in Hamburg am Volkspark am Ostermontag. Und damit sind wir schon beim zweiten Hauptereignis der Indigis Cup, der doch so imposante Deckhengst, der ja mit Yahoo Diamant im Moment ein tolles Aushängeschild laufen hatte. Zweiter Platz in Vincennes im Laufe der Woche, beziehungsweise glaube ich, es war am Wochenende, ne? War genau, am Sonnabend war es. Ne? So. Und das ist hier die Klasse bis 11.000 Euro. Es gibt hier einen Osterjackpot gegeben, 3.000 Euro netto in der Dreierwette. Und ich glaube, ein so schönes, ausgeglichenes Feld hatten wir lange nicht mehr, Holger. Habe ich das richtig gelesen? Ja, super. Also ihr habt da wirklich die perfekte Prüfung für den 3.000 Euro Jackpot ausgewählt und das ist natürlich eine Hausnummer, 3.000 Euro extra in der Dreierwette. Ich hoffe da, dass wir da einen schönen fünfstelligen Umsatz nur in der Dreierwette haben werden an dem Ostertag. Und das Finale zum Indigis Cup bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also Teresita ist ein bärenstarkes Rennen gegangen im Vorlauf. Und Ronald war mit King of Steeler leider ein bisschen leidtragend im ersten Bogen, als Teresita etwas nach innen drückte, King of Steel berührte und der sprang dann daraufhin leider an. Und Teresita lief dann in der Todesspur ein überragend gutes Rennen, hat zum Schluss gefightet wie ein Löwe.
Samba Samba fand ich jetzt nicht ganz überzeugend. Der hat auf den letzten, obwohl er auch den Vorlauf gewonnen hat, musste auf den letzten Metern doch mächtig die Zähne zusammenbeißen. Und innen kam noch Intinori durch. Und viele hätten sich da auch nicht gewundert, wenn die Rennleitung da wie im Falle von Samba Samba und von dem Pferd von Michael Nimschick vom Limbokar Newport die Platzierung da gedreht hätte zugunsten von Intinori. Viertes Pferd in dieser Partie könnte Joe de Vivre sein mit Marciano Hauber. Dritter Platz hier in Hamburg zu Teresita. Ronald, was meinst du? Die Stute, die kann eine ganze Menge laufen. Meinst du, dass sie auch vorne mit um den Sieg mitspricht? Mit der Sieg glaube ich nicht. Ich glaube vor der Platzierung, ja. Ich glaube mehr an Teresita in Intinori. Ich muss sagen, Teresita hat mir wirklich beeindruckt nach der ersten Bogen, was die danach geleistet hat. Und ich muss sagen, Intinori fand in der Vorlauf auch sehr gut. Wenn ich das Rennen so lese, denke ich, dass Teresita in Front kommt für Intinori, dass Samba Samba übernehmen darf. Und dann haben die anderen schwer. Meine Sieger ist Teresita in die Rennen. Und der Einzige, die dabei kann halten, ist Intinori in meinen Augen. Lady Gracia Helia hat eine hervorragende Form, hat sich mit einem vierten Platz hier für dieses Finale qualifiziert und denke mal, gegen so starke Gegner, das wird eine Förderung sein, eine weitere. Ja, das Rennen wird sie sicherlich gefördert haben, aber man hat beim letzten Mal auch ihre Grenzen gesehen. Da hatte sie ein passendes Rennen an der Innenkante, kam zum Schluss nicht mehr ganz mit. Michael nimmt jetzt die Eisen komplett ab. Da muss man schauen, wie sie mit ihrem nicht ganz so einfachen Geläuf komplett ohne Eisen dann klarkommt. Aber man muss es einfach mal riskieren, weil Michael hat beim letzten Mal gesehen, dass er so mit dem normalen Beschlag gegen diese Pferde zumindest für die vorderen Plätze keine Chance hat. Also nimmt Michael jetzt das Risiko, nimmt vielleicht auch das Risiko einer Galoppade in Kauf. Aber dann bin ich mal gespannt, wie Lady Gracia Helder hier ohne Eisen klarkommt. Pogba hatte Mitte der Zielgeraden einen Riesenmoment. Da dachte man, es geht ganz weit nach vorne. Oder habe ich es falsch gesehen? Also ich fand ihn gut. Er hat ja keine Lage gefunden, musste den ganzen Weg durch die Todesspur. Und auch wenn es am Ende in Anführungszeichen nur ein vierter Platz war, war es für mich das beste Laufen in diesem Jahr von Pogba. Er hat wirklich gut gekämpft und kann jetzt auch hier im Finale ein gutes Platzgeld abkriegen. Ja, und dann bleibt natürlich die 8 Loin de Belloué. Da muss man sagen, das war wirklich eine famose Leistung. Die beiden Siege waren ja schon gut, aber selbst dieser zweite Platz, das hat es auch in sich. Ronald, du kennst das Pferd auch. Der ist irgendwie ein bisschen verwandelt, ne? Ja, ich glaube, er hat neue Leben gekriegt. Aber die da laufen davor, die dreimal waren natürlich super in Gegenüberstellung, was er davor geleistet hat. Aber ich glaube, mit der Nummer 8 hier in diesem Rennen kriegt er schwer. Dann haben wir noch Mr. Good News, den müssen wir auch mit erwähnen, denn er trifft es hier zwar wieder etwas schwerer, aber er hat auch in Wolwega immer mit harten Gegnern zu tun. Zumindest für die Dreierwette ist auch Mr. Good News hier nicht aus der Partie. Ich bin jetzt gespannt auf eure Sieger, besonders auf deinen, Holger. Wie viele Striche hast du gemacht? Ich hatte, glaube ich, 4 gemacht. 2, 3, 4, 5. Ronald, hat er das richtig gemacht oder hat er einen vergessen? Nee, ich glaube, in meinen Augen richtig. Ich hatte nur 2 genommen. Das waren 2 und die 3. Tja, und wenn Sie es bis dahin geschafft haben, dann kommt noch das Pure Fortune-Pokal. Meine Güte, ich habe das den ganzen Tag geübt. Ich kriege es einfach nicht hin. Pure Fortune ist doch gar nicht so schwer. Frei für alle, die Klasse. Und wir haben einen Autostart daraus gemacht. Über 2720 Meter. Das gibt es auch nicht so oft in Bahnfeld. Ein Autostartrennen in der internationalen Klasse. Und hier kommt natürlich ein Pferd an den Start. Da sagt man, die Distanz, die müsste er gut können. Eudonio Lengai aus dem Gestüt Lasbeck beendet eine etwas längere Pause. Aber das kennt man bei ihm. Er ist dann, sagen wir mal, immer sehr präsent. Ja, das glaube ich auch. Und ich denke mal, er ist ja auch ein bisschen empfindliches Pferd, weil er macht ja nicht ganz so viele Starts, sodass man immer so ein bisschen ihn bei Laune halten muss und dann vielleicht auch kleine Wehwehchen ab und zu noch bei ihm abfangen muss. Aber er steht hier natürlich perfekt im Rennen. Der lange Weg ist perfekt für ihn. Und es ist ein kleines Feld. Und Seppi Franzl hat alle taktischen Optionen. Und ich denke, dass Oldono Lenga hier das klar zu schlagende Pferd ist.
Wen siehst du denn als Hauptgegner? Es sind ja verschiedene Formpferde dabei. Romanze letztes Mal mit einem sehr, sehr guten Start, machte dann einen Fehler. Ich kann gar nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Hast du irgendwas entdecken können? Vielleicht übergingen sie sich, weil es war sehr, sehr schnell in der Anfangsphase und dass sie sich dann einfach, dass vielleicht ein Ticken zu viel war. Aber ich halte Romanze hier für sehr, sehr gefährlich. Ist für mich von den drei Pferden aus dem Nimschück-Quartier die stärkste Waffe. Und die Stute ist wirklich immer einsatzbereit. Und ich glaube, dass sie die große, schwere Stute auch mit der langen Distanz überhaupt keine Probleme haben sollte. Lancaster aus dem Stall Brocker Walter Mommert hat eine leichte Pause. Es fehlt so ein bisschen der Startrhythmus im Oktober, im November, im Januar. Sagen wir mal so, da würde man sich wahrscheinlich als Trainer und Fahrer dann auch wünschen, dass es ein etwas, sagen wir mal, kontinuierlicher Startrhythmus ist. Hier hat Lancaster sicherlich ein bisschen mit. Lancaster, deine Meinung, Holger? Ja, Lancaster, die letzten Starts waren wirklich nicht mehr überzeugend, auch in Gladbach nicht. Und in Mons war er dann, glaube ich, Vierter von 5 Pferden, die ins Ziel kamen. Hat dann noch mal eine kleine Verschnaufpause bekommen. Und bei ihm ist es nicht unbedingt eine Frage des Könnens, sondern manchmal so des Einsatzwillens. Und ab und zu fehlt ihm das so ein bisschen. Das hatte er, bevor er nach Schweden ging, schon so ein bisschen. Da schien er in der 20.000-Euro-Klasse sich in Deutschland festgelaufen zu haben. Hat sich dann in Schweden in den schnell gelaufenen Rennen nochmal neu erfunden. Und jetzt muss er wieder einen Neuanfang wagen. Und ich sehe ihn hier als Platzgeldkandidat und nicht als Siegkandidat. Ich habe ihn nicht in der V-Wette dabei. Was ist denn mit Ito? Hast du die Abschlussarbeit gefahren? Oder Nein. Den fährt immer Jochen. Ich fahre den alten Sack immer, den Nubi. Der Ito ist, der Jochen hatte viele Pferde, die in letzter Zeit auch Fieber hatten, die krank waren. Ito hat auch mal ein bisschen krank, jetzt nicht allzu schlimm, musste auch ein, zwei Arbeiten auslassen. Aber wir müssen jetzt mal irgendwann anfangen und das ist ein gutes Rennen für ihn. Und ich glaube nicht, dass er jetzt schon ganz auf dem Level ist von Oldono Lenga, der ja auch aus der Pause kommt. Romanze steht voll im Saft. Ich habe Ito hier in der V-Wette mitgenommen, weil ich drei Pferde habe, weil es ein kleines Feld ist. Aber ich sehe ihn eher als 2-3 Pferd beim Saisonendstand. Ja, und dann freuen wir uns natürlich noch über die Teilnahme von Freebird und auch natürlich Dreamline Promise, die letztendlich nachher so ein Rennen dann retten. Da kann man nur dankbar sein. Eine ganz interessante Prüfung trotzdem, denke ich mal, zum Abschluss mit einem Oldono Lenga als Vorausfavoriten, aber mit zwei eben halt interessanten Gegnern. Ronald, ist das so richtig? Ja, aber ich glaube... dass ich sie nicht ganz Oldono Lenga als Favorit, weil ich glaube, der 2 ist meine Favorit hier. Romanze. Ja, Romanze. Steht voll im Saft, überzeugt fast jeden Start, letztes Mal ein bisschen Pech gehabt und insofern freuen wir uns auf, du hattest 3 Pferde auf dem Zettel, Holger? Genau, ich hatte 2, 4 und 5. 2, 4 und 5. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei euch bedanken für eure Einschätzung. Ich habe schon gesehen, wir sehen uns am Montag. Ja, auf jeden Fall. Sind wir beide Montag da. Sowieso. Der hat was starten und auch Arbeitspferde angemeldet. Also voller Arbeitstag. Ich sage vielen Dank, viel Spaß beim Anschauen dieser Vorschauen für Berlin, für München und für Hamburg. Das ist ein füllendes Abendprogramm. Was gibt es Besseres? Und mit uns sitzen Sie in der ersten Reihe, oder wie darf man sagen? Ich freue mich, wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Danke an meine Gäste und einen schönen Abend und tschüss aus Hamburg. Ja, das war viel Trabrennsport und jetzt nochmal die Frage an Sie, liebe Zuschauer. Wie viele Hasen haben Sie gezählt? Schicken Sie Ihre Antworten bitte an post@tippeltom.de und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 3 10-Euro Wettgutscheine für trotto.de. Also seien Sie dabei, machen Sie mit bei diesem kleinen Gewinnspiel über Ostern. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben heute. Und wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Viel Spaß mit Trabrennsport am Freitag, am Sonntag und am Montag. Machen Sie es gut, schöne Ostern und bleiben Sie auf Trab.